Willkommen zurück zu Donkey Kong Country 2 Together mit Mr. Mr. Nightfox und Yomo Sangamu. Hallo. Die Spuckhalle. Ach, du bist ja dran. Die Spuckhalle? Hm. Ist hier noch irgendwas? Bananen. Cool, ich mag Bananen. Die Musik hier ist so... Hier war doch auch was, wo man... Hier war doch auch was, wo man so zweimal hochspringen musste, um... zwei Secrets zu bekommen. Das war nicht knapp oder so. Nein! Wie kommst du da drauf? Und da war die Stelle. Wieso hast du mich nicht vorgewarnt? Weil ich selbst nicht wusste, dass die Stelle da jetzt schon kommt. Warum nicht? Kann ich alles wissen? Warum nicht? So. Weil Baum. Oh Gott. Gute Güte. Midway Point. Yay. Hi. Ach komm, das ist doch überhaupt nicht gruselig hier. Nö. Ups. Lol. Ups. Lol. 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 Ja, der war fies. Nö, ja, das schaffe ich nicht mehr. Du solltest schon springen, ne? Ich konnte nicht springen. Okay. Es ging nicht. Es war noch, hat noch nicht reagiert. Spuckhalle. Hi. Hi. Verkacke es nicht. Oh, wie soll ich da noch drüber springen? Da auch. Das gibt's nicht, ne? Yay! Hä? Ich bin drüber gesprungen, hast du gesehen, oder? Hm. What the fuck? Biel! Oh, das war knapp. Ich habe eben gerade kurz nicht aufs Spiel geguckt. Ja komm! Ja komm! Wie knapp soll ich denn noch springen? Das ist es ja. Diesmal schaffe ich es. Ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's. Nein! I don't give a fuck. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Bienen hasse? Ja, bestimmt. Ja, wir sollten langsam echt mal Swankys Goldgruben machen, ne? Ja. Diesmal war es nur einfach. Du kannst es schaffen. Ach Mann, ich spring doch schon knapp. Ey, komm! Wie knapp muss man da denn springen, verdammte Axt? Ja, jetzt kommen die richtig miesen. Nein! Wieso ist sie nicht früh genug gesprungen? Aber ich hab noch ein Leben geholt. Immerhin. Entschuldigung. Gesundheit! Das war kein Niesen, ich hab gehustet. Übertrieben, aber ich hab gehustet. Ach komm! Das gibt's doch nicht. Nicht aufregen. A new movie directed by Michael Bay. Coming to your town right here, right now. Das gibt's nicht. Gibt's das? Oh. Das ist doch nicht normal. Hallo? Fick dich! Hi. Fuck you! Und noch ein Leben. Ende. Es war einfach Ende. Ich kann nicht mehr. Okay,
Ach komm. Okay. Nein. Mit zwei Fässern wird's schon knapp. Nein! Okay, wir sind gefickt. Brrr. dieser Sound gerade. Brrr. Hoffentlich hast du den aufgenommen. Ja. Ich dachte, du nimmst auf. Wieso? Ich dachte, du nimmst auf. Wieso? Ich dachte, du nimmst auf. Nee, ich nehme auf. Okay, gut. Ich habe ja das Aufnahmeprogramm auf meinem zweiten Bildschirm. Deswegen sehe ich's ja. Oh, der Kerl hat einen zweiten Bildschirm. Dieser Bro. Ja. Zwei sind okay. Zwei sind okay. Ey, komm. Hä? Jetzt willst du mich aber verarschen. Ich will einmal bis an diese komische Plus-Minus-Stelle kommen. Das war gut. Nein, ich bin tot. Ich weiß nicht, wie man da springen soll. Wie soll man das schaffen, die Stelle? Weißt du was? Ja, nee, das mache ich jetzt nicht. Du kannst es schaffen. Wir glauben alle an dich. Wir alle glauben an dich. Fuck you. Nee. Jetzt darf ich keins mehr einsammeln. Das ist eigentlich sogar jetzt eigentlich ein bisschen scheißegal. Hauptsache, du bist da unten durch. Gott. Jetzt können wir es schaffen. Ja, ich wollte eben tatsächlich über das Fass drüber springen. Ja! Da unten, glaube ich. Bitches und ein Leben! Gott sei Dank! Oh, Gott sei Dank! Oh! Das ist im Hintergrund immer. Oh! Nein! Ja! Das ist mit Dixie einfacher. Die Musik hier ist aber auch toll. Das ist mit Dixie einfacher. Stimmt, du spielst ja mit Radley. Skiller spielen mit Radley. Mami, was war das? Wind. Jetzt kommt wieder Rückenwind, pass auf. Kann ich auf die draufspringen? Ja. Das war mies mit dem Wind gerade. Ja, das war echt fies. So, das ist in dieser Aufnahmesession übrigens der letzte Part, den wir erstmal aufnehmen. Okay, gesagt, Bro. Weil, wie gesagt, ich will noch was essen. Okay, Bro. Ich auch. Ich mach dann später noch einen Rahmen, wie ich schon gesagt habe. Ne? Ja. Und dann schicke ich dir den erstmal. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob du den genauso machst, wie ich das mache, weil ich habe das halt so zentriert gemacht. Wir besprechen das gleich. Ja, du willst dann wahrscheinlich links und rechts einfach nur einen kleinen Banner einfügen, sage ich jetzt mal. Wahrscheinlich. Nee, ich würde es anders machen. Aber das ist halt wieder ein bisschen mehr Schneidearbeit, wenn ich stretched was einfach auf 16:9. Wird wahrscheinlich das Einfachste sein. Ist nicht so viel Arbeit, weißt du?
Hauptsache, wir haben Spaß an dem Spiel. Genau. Sehen wir dann. Okay. You're very good. You're very, very, very good. Ich habe das Level als Kind öfter spielen müssen, weil mein Vater das nicht konnte. Der war gemein, komm. Der war echt gemein. Da habe ich ehrlich gesagt nie wirklich verstanden, wie man da hochkommt mit der Schlange. Mit dem Supersprung. Wie hast du den nicht gemacht? Ich habe es ja versucht, ich wollte ja aber erst den Wind drehen lassen. Weißt du, weil sonst wäre ich immer weiter zurückgeflogen. Lol, spring doch. Ja, die Level werden jetzt immer anspruchsvoller. Tschüss. See ya, K. Okay. Das K halt nicht. Hey, immerhin, du hast ein Leben geholt. Ja. Wir sollten jetzt echt aufpassen, weil... So. Wir müssen mindestens bis Swankys Goldgrube kommen. Und Funkys Flüge, weißt du? Weil dann können wir auch noch die anderen Goldgruben überall machen. Boing. So, jetzt will ich mal kurz ausprobieren, wenn ich... Ach, ich bleib stehen, wenn ich den mache. Okay. Boing. 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 Komm her, K. Okay. Juckt mein Fuß. Okay. Mich kratzt mein... Eigentlich juckt mein Fuß. Okay. Und ich muss zurückraten. Und wir schauen Foxy zu, wie er nun fällt. Psst, psst, psst. Du willst auch nicht, dass ich fail. Du willst auch mal zumindest bis zum Midway Point kommen, oder? Hä? Okay. Das verstehe ich nicht. Eigentlich muss es funktionieren. Jetzt haben wir nur noch 10 Leben. Wir müssen aufpassen. Wir müssen jetzt so aufpassen. Soll ich mal ohne sie ohne Kannst sie du machen. Das ist eigentlich easy. Hier musst du halt jetzt aufpassen, ne? Hey, komm her, Boy. Ich würde das K einfach ignorieren. Das hast du zu spät gesagt. Du hast es zu spät gesagt. Ach was? Du hast es früher sagen. Du hast niemals zu spät gesagt. Du hast da noch unten gestanden, als ich das gesagt habe. Ja, aber vielleicht eine Millisekunde davor. So. Zack. Zack. Ach komm, genau in dem Moment dreht der Wind. Huren. Drecks Scheißding. Das war jetzt fies. Das war fies mit dem Wind. Das war fies mit dem Wind. War echt. Da konnte man kaum ausweichen. Ich bin allein. Ne, die Schlange hole ich jetzt nicht. Forget it. Ich versuch's jetzt auch ohne. Wir werden jetzt dieses Level schaffen, wenigstens bis zum Midway Point. La 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 la. Oh. 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 Ach komm schon. Dreh dich halt genau in dem Moment um.
Weißt du, wenn wir jetzt wenigstens zu zweit wären. Midway Point. Immerhin. Prozess. Ja. Hallo. Ei. Oh Gott, war das knapp. Gar nicht. Welchen davon soll ich mitnehmen? Gar den keine. Oberen oder den unteren? Gar keine, fällt doch eh in die Dings. Fällt doch jetzt eh in die Schlucht. Jetzt musst du nämlich auf den Wind achten, ne? Jetzt kommt nämlich die gemeine Stelle hier. Ja. Okay, tretender Wind. Das war zu früh. Way too früh. Way too früh. Ja. Wir sind eigentlich schon drüber, aber ich will das Level jetzt noch schaffen. Okay, du schaffst es! Du bist der Größte! Ich bin größer als du, das stimmt. Wieso sind eigentlich immer alle meine Freunde größer als ich? Weil das keine Kunst ist. Aber meiner Familie schon. Oh, ein N. On. Da wäre die Kugel drin gewesen. Oh, war das knapp. LOL. Okay, jetzt kommt wieder das Hin und Her. Und go. Und go. Und go. Und go. Okay. Gott! Okay, wir lassen es für heute, oder? Wir sind ja schon bei 17 Minuten. Ja. Alles klar. Ja. Bis dann. Ciao.